Hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten Aufnahme Hexe zusammen mit Markus. Servus. Ja, wie man wahrscheinlich schon gemerkt hat, kamen jetzt in letzter Zeit eher weniger Videos und größere Lücken dazwischen. Lag daran, dass erstens, wie man ja schon an den letzten Aufnahmen festgestellt hat, wo ich bereits im Urlaub war, ich eben wie gesagt im Urlaub war, und daraufhin hier die Schule wieder anfing. Ja, wir gehen in die Schule. Auch mal zocken in die Schule. Hin und wieder mal. Und wir wollten jetzt in der Folge dann in irgendwas Hexit-artiges gehen, eine Burg, einen Turm, irgendwas. Da suchen wir uns jetzt was Schönes, würde ich sagen. Aber als allererstes würde ich was machen, was ich die letzten Folgen immer mir vorgenommen hatte, aber nie gemacht habe. Wir machen mal hier hübsch die Karte groß. Zoomen ein bisschen rein, machen Rechtsklick und geben hier erst einmal so hübsch House ein. House. Gehört zu den Gruppen Häuser. So, und die Koordinaten durchhauen, genau. Jetzt haben wir hier auf der Karte immer einen hübschen Punkt und finden den Weg heim auch immer wieder. Und wo wollen wir jetzt nochmal suchen, Markus? Ich würde sagen, wir suchen uns aber erst einmal irgendwas Kleineres, oder? Nicht wieder so gleich Turm, ja. Fertig gemacht werden, wobei wir haben hier eigentlich doch recht viele Türme. Und wir haben jetzt auch volle Eisenausrüstung. Wollen wir es versuchen? Nicht den Eisturm vielleicht, aber vielleicht einen von denen hier. Ja, könnten wir probieren, ja. Dann machen wir hier mal erstes Ziel. Nein, es kommt nicht in die Gruppe Huser. Es kommt in die Gruppe Ziele. Ich habe auch gerade gemerkt, er kann kein Ä schreiben, deswegen heißt das jetzt Huser. Aber das ist ja nicht mein Problem und ich würde sagen, wir gehen dann gleich mal zum ersten Ziel, ne? Ja. Aber zuerst leere ich mein Inventar. Hast du unten? Ich hau jetzt einfach unten mal so eine Reinkotzkiste hin, ne? Ich habe schon 1000 Kisten. Ja, die linke kann man als Kotzkiste benutzen. Schreib ich hin. Ich kotze da jetzt erst einmal alles rein, was ich irgendwie habe und nicht gebrauchen kann unterwegs. Soll ich vielleicht ein bisschen Oakwood mitnehmen, weil da habe ich 3 Stacks da. Also 3 Stacks auf jeden Fall, nicht vielleicht einen oder halben. Ja, einen kann ich einmal zum Hochbauen mitnehmen, genau. Und die Cobblestones hier kann ich mitnehmen. Den Wassereimer lege ich mir mal bereit und dann lasse ich mir das hier noch als Vorrat neben dran. Damit ich jederzeit dann mir einen Wassereimer setzen kann, falls wir Feuer fangen oder so. Stimmt, im Wassereimer. Ja, genau, habe ich jetzt auch schon. Und dann würde ich sagen, gehen wir auch los. Wir können ja durch die Kirche gehen, die der Markus am Ende der letzten Folge noch fertig gebaut hat. Ja. Wenn ich schaffe, die Leiter runter zu gehen, ja. Hier hübscher Ausgang in die Wand rein. Und hier dann unser neu gebauter Ausgang, der wirklich nach außen geht. Mit einem hübschen Vordach, falls es mal regnet. So. Dann laufe ich gerade in die komplett falsche Richtung. Ist gut. Du musst jetzt dann vom Haus aus in Richtung Garten loslaufen. Mhm. Habe ich eine Spitzhacke? Bringst du mir vielleicht noch eine Spitzhacke mit? Ich habe nur eine Steinspitzhacke dabei. Ich habe in meiner anderen Kiste da, weißt du ja. Ja, bring mal bitte welche mit. So. Hast du Fackeln dabei, ja, ne? Fackeln? Nein, habe ich auch keine. Ja, ich habe 13 dabei. Dann wirst du wohl noch welche besorgen. Soll ich die Mantenspitzhacke effizient 2 mitnehmen? Nee, ne? Ganz sicher nicht. Wobei, dann können wir die Spawner schnell wegbauen, wenn wir in den Turm gehen. Und dann, wenn ich mehr reinkomme, dann müssen wir, ist die auch weg, ne? Das ist halt das. Vielleicht, wenn wir stärkere Ausrüstung haben, können wir die mitnehmen. Ja, okay. Soll ich schon mal da jetzt, mit, was du reingekotzt soll ich hast? Da jetzt schon mal hinlaufen? Oh, ich habe noch Eisen gefunden. Ja, kannst du machen, ja. Ich kann ja jetzt schon mal ein bisschen Eisen noch mitnehmen. Ich nehme noch halben Stack Woodblanks mit. Also warum zur Hölle baue ich das Eisen nicht ab? Ich habe keine Ahnung. Die Items droppen nicht. Soll ich Leiter mitnehmen? Ne? Soll ich Pfeile? Ne, ich habe keinen Bogen dabei. Aber ich habe einen Bogen. Der ist fast kaputt. Stimmt, dann nehme ich. Soll ich die 3 Pfeile mitnehmen oder? Ich habe hier gerade irgendwie 4 Eisen abgebaut und habe kein Eisen gedroppt bekommen. Kann ich überhaupt irgendwas abbauen? Serverling. Warum funktioniert das jetzt nicht? Ich wurde gekickt. Oh, dann droppen meine Items gleich. Da ist jemand gestorben. Ja, du auf deinen hübschen Expeditionen. Sag mal. Jetzt wurde auch vom Server erkannt, dass Lappenkind hier rausgeflogen ist. Und da ist er auch wieder. Und schon fängt es wieder an zu lecken. Piss dich. Piss dich. Soll ich die 3 Pfeile mitnehmen? Ja, kannst du noch ein paar Pfeile mitnehmen. Wir würden auch von Skeletten oder so bestimmt wieder was gedroppt ich bekommen. Ich habe keine Ahnung.
Wir können ja hier mal hübsch dein Grabmal zerstören, dass das nicht so eine Schande für dich ist. Ha, jetzt habe ich ein Grabmal. Oh, ist gedacht. Für jeden zwei oder eine nur? Was? Ich würde sagen. Ja, eine gute. Also am besten aus Eisen. Ich habe zwei Eisen. Ja, dann bring die mit. Ich habe sogar drei, aber eine ist fast kaputt. Dann bring die. Oh, das gefällt mir. Also ich muss ja da raus. Eine fliegende Insel. Geil. Auch das. Du musst jetzt in Richtung Garten raus. In die Richtung musst du laufen, Richtung Urwald. Ja, Richtung. Achso, da. Okay. Nicht Richtung Wald, sondern Richtung Öde. Ja, durch die Öde durch und dann in den Dschungel, Urwald, was auch immer das gerade ist. Halt durch. Du bist nicht meine. Du bist in der Nähe, aber nicht durchgegangen. Ja, Richtung, habe ich ja gesagt. Ui, ich fliege. Jetzt lande ich wieder. Ich sehe auch schon den ersten Turm hier. Und ich würde sagen, jetzt warte ich mal auf dich. Und da ist er wieder weg. Ja, mein Gott, ist wieder abgekackt, keine Ahnung. Ja, kannst ja schon mal angreifen. Naja, alleine will ich da jetzt nicht unbedingt drauf gehen. Ja, ganz Minecraft hat sich geschlossen. Ja, ich würde sagen, dann mache ich mal einen kurzen Cut und wir sehen uns gleich wieder, wenn Markus wieder da ist. Ciao. Hallo Markus und willkommen zurück hier. Ja, hallo. Wir haben jetzt sogar drei Türme hier, sehe ich gerade. Den einen hatte ich noch gar nicht richtig gesehen, aber ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten an, oder? Ja. Bewegst du dich dann so langsam hierher? Ich weiß nicht, weiß ich jetzt schon. Ich laufe mal irgendwo hin. Irgendwo hin? Ja. Das klingt nicht so gut. Nach Einöde laufe ich irgendwo hin. Nach Einöde. Ja, nach Einöde. Treffen wir uns an diesem komischen kleinen See an der Einöde am besten mal. Ah, diese ist ein Toll. Oh, das ist eine Schlucht. Wir treffen uns neben der Schlucht. Das sind auch direkt die Türme. Da müssen wir irgendwie runter. So. Das wird lustig. Am besten ja einmal Geronimo-Style da unten ins Wasser rein. Ja, das könnte man überleben. Das muss man überleben. Was? Ja, überlebt man. Oh, ich sehe dich. Ja, nicht mehr Schaden bekommen. Ja, ist klar. Und jetzt hier die Live-Reportage der Cliff Diver. Wann wird er kommen? Wo wird er kommen? Wir sehen ihn schon. Er läuft auf die Klippe zu. Boah, fast wäre er runtergefallen. Da kommt er. Wird er springen? Nee. Wird er sich trauen? Und er fällt! Nein! Und ich boah, gedacht, klasse eingetaucht. Ja, das war 10.0 Punkte, Alter. 10.0. 10 Punkte, ja. 10 Punkte. Oh ja. Maximale Punktzahl, Junge. Maximale Punktzahl. Drei Diamanten. Gib mir eine Spitzhacke. Ach du Scheiße, drei Diamanten. Gib mir eine Spitzhacke. Gib mir eine Spitzhacke. Ja. Ich will Spitzhacke haben. Ja, kauf dir eine. Ich will sie fliegt um mich rum. Ich habe mein Schwert in der Hand gehabt. Mein Obercooles. Ich geh mal zum Tunnel. Oder ich warte auf dich. Ja, und ich hol drei Diamanten. Brauchst du Licht? Weil irgendwie bei dir. Also ja, du hast ja Ding drin. Das ist es nicht. So, Lichtbug weg. Jetzt sehe ich auch was. Ein Kohle mit. Hinter dir. Komm, da finden wir genug. Ja, okay, da halt nicht. Wir können ja auch eine Baumfarm bauen. Das ist nicht gehen wir den oder den? Wir gehen zuerst den hier links. Okay. Wir arbeiten uns langsam durch. Boah. Auch wenn Ziel 1 ist der dritte Turm. Das heißt, wir müssen uns jetzt durcharbeiten. Wir fangen am ersten an und holen bis zum... Das sieht auch geil aus hier. Richtig geil sogar. Ach du Scheiße, geil. Eiswelt? Ja, aber ist richtig schön. Polarwelt eher gesagt. Das heißt Polarwelt, nicht Eiswelt. Oder Schneewelt. Erster Spawner weg. Bist du reingekommen? Zweiter Spawner weg. Jump and Run Skills, Junge. Und ein Bogen. Ein ganzer. Cobblestones, Pfeile. Oh. Sand und Lederhosen. Ist nicht die Spinnen da hatten. Ah, und ich ja auch schon Spinnen. Oh, Spinnen sind so behindert. Wir machen mal wieder unsere altbekannte Technik, ne? Ein bisschen schummeln und sich hier unten rumbauen. Sieht man gleich mal so Überlebenstipps in Hexip-Türmen. Auf ja. Kisten stellen und die Spawner abbauen. Einige ja. Sinnvoller als hochrennen. Hast du schon ausgeleert? Ich habe schon die erste und die zweite Etage von Spawnern befreit. Ja, was wir noch sagen, ihr dürft nicht die vorletzte aufmachen. Ja, die vorletzte Kiste bewirkt nämlich was ihr dann später sehen werdet. Und ihr dürft auch nicht zu lange in der Etage stehen, sonst passiert es. Oh, ich habe ein Schild.
Willst du ein Schild oder soll ich das nehmen? Öffnen, du. Was ist das? Essen, oh, Eisen. Ja, pack du ein. Ich habe einen Enchanting Bot. Oh. Au. Ah ja, baust du ab, ne? Oder. Oh, er liegt ein bisschen. Ja, so oft wie du ausfliegst hier, ne? Ungewollt. Oh, Spinne. Spinnies. Aua. Ich bin irgendwie ein bisschen zu weit nach oben gerannt. Aber Spinnen sind hier gar nicht aggressiv, weil es hier dann noch tagsüber ist. Es war gut, jetzt zu gehen. Enderperlen, 5 Stück, ein Eisenhelm, wieder 8 Eisen. Warte, die kannst du mitnehmen, du hast schon Slot und Brot. So, dann das unwichtige Zeug hier wieder rein. Ich hab noch genug Platz. Alter, also, du nimmst dir das nicht mit. Oh, das Eisen, habe ich gesagt, sollst du mitnehmen. Ach so. Steinschufe. Aua! Oh. Scheiße. Ah, bist du von oben? Ja, von diesen scheiß Löchern da. Die haben Boden umgenommen. Das beschwer dich mal nicht. Löcher sind stylisch. So, die nächsten 2 Spawner weg. Also wir müssen uns fürs nächste Mal vornehmen. Oh, ich habe einen Iron Harness, nimm du den. Schere, ganz viele Essenzen. Enderperlen habe ich schon, Suppe. Ja, nehmen wir mit. Schalt drauf. Und nicht in die Löcher fallen. Ja. So, jetzt müssen wir so langsam achten, nicht, dass wir zu. Ich glaube, wir sind schon in der vorletzten. Echt jetzt? Ja, weil über uns ist eine ganze Platte. Schau mal hoch, bitte. Oh! Ja, jetzt bin ich runtergefallen. Das war nicht hoch. Ja, das war runter, ja. Oh ja, wir sind in der vorletzten. Ja, was machen wir jetzt? Also, ja. Ich baue die obere Truhe ab und der ist nicht hier. Lol. Hier ist kein Boss. Dias, Enderschwert, Goldäpfel. Dann kann ich immer aufmachen, ne? Nein, aufmachen geht, glaube ich, doch geht. Junge, war das gerade geil. Oh, ich habe einen Legia-Bow. Legionärbogen. Scheiße. 2 goldene Äpfel, sogar die Enchanteten. Ender-Gigant-Schwert. Ja, Ender-Gigant-Schwert. Hast du ein gutes Schwert? Ja, hast ja, du. Das Ender-Gigant-Schwert können wir uns ja mal aufheben, aber wir haben immer noch keinen Rucksack gefunden. Nee, das ist schade. Die Kisten kann ich mal wegschmeißen hier. Warum schleppe ich Kisten mit? Keine Ahnung. Ja, dann gehen wir mal runter. Das war irgendwie. Oh, und was mir auch gerade auffällt, ich habe einen Soul Reaper. Oh, Szenenrauber. Genau, geil. Ja, also bei schwächeren Monstern One-Hit. Mit Rechtsklick und dann mit den richtigen Sachen können wir die Seelen einfangen. Da brauchen wir dann so Seelenflaschen und mit den Seelenflaschen können wir dann richtig geile Sachen machen. Waren wir eigentlich immer Sachen in der Nacht oben? Ja, ich glaube das letzte Mal haben wir in der Dämmerung gekämpft. Ich glaube der kommt eigentlich nur, glaube ich, in der Nacht eigentlich, oder? Nein. Wir waren eigentlich immer in der Nacht oben. Der Typ, der kommt nicht nur in der Nacht. Aber ich würde sagen, einen Tower kriegen wir noch. So, ja. Gehen wir gleich zum nächsten. Ich mache hier nochmal so einen hübschen Cliff Dive. Alter, was ist das für ein Riesenbaum? Ich hab grad alles bis auf ein Herz verloren. Ach du Kacke, komm mal her. Ja, ich wollte hier so schön ins Wasser hüpfen. Das ist ein scheiß Riesenbaum, Mann. Oh, und da ist gleich ein Zombie. Ja, ist ja so dumm. Kann mich mit meinem Leben. Wow! Der Bogen hat 2 Pfeile! Okay, jetzt wissen wir was. Okay, jetzt wissen wir was. Oh, ich brenne. Warum zur Hölle brenne ich? Oh. Der Zombie hat mich angezündet. Aussieht, ich glaube, ich fresse jetzt so ein Gold ab. Nein, was nicht, Mann. Ja, ich glaube. Aber damit, die Lilypad hier können wir auch gut verwenden. Weil wenn wir die ins Wasser platzieren bei unserem Feld, dann wachsen die Sachen dort viel schneller. Weil wir laufen jetzt aus dem Chunk da andauernd raus und dann wächst da nichts. Wenn wir zurückkommen, ist das immer noch alles hoch. Aber jetzt erreicht dann die kurze Zeit, die wir dort sind, damit das Zeug alles komplett wächst. Mit diesen Lilypads. Das ist richtig cool. Alter, schau mal den linken Baum da. Ja, vor allem das Lustige ist hier mit dem Baumfellmod drinnen. Du baust den untersten Block ab und der ganze Baum fällt. Kannst dir vorstellen, was das für ein Rums gibt? Oh, da drin spawnt sogar was. Da drin spawnt mal was. Oh, leck. Blöde Skelette. Ja, nimm das. Put. Ich sollte mir einen Eingang bauen. Oh. Ich glaube, ich 1 zu oben. Oh. 1 zu hoch. Oh! Oh, geht auf mich. Die Scheißbühne geht auf mich. Ist auch immer. Ist gar nicht in der Nähe, war. Natürlich, jetzt spawnen hier 2 Zombies. Jetzt ruhig die Skelette. Oh. Ich muss raus. Oh, fuck. Ich bin draußen. Ich bin draußen. Ja, ich bin draußen. Draus,
nochmal. Oh, ich hab überlebt. Oh, ich hab überlebt. Kümmer dich um die Skelette. Ach du Scheiße. Ich hab den ersten Spawner weg. Ach du Scheiße, Mann. Ich hab den zweiten Spawner weg. Alle Spawner sind weg, Markus. Das ist doch ja, ich sterb. Halbes Herz. Jetzt esse ich so einen Apfel. Weil jetzt habe ich dann auch Resisten und Blast Protection. Oh, rette mich. Ich bin runtergefallen und bin tot. Meine Sachen sind unten. Da unten sind Gegner? Ja, da ist noch eine Etage. Nicht so, ist dunkel. Nee, das ist dunkel. Lichtbug wahrscheinlich. Oh, Giftspinnen, nein. Wies dich. Zum Glück habe ich noch meine Superapfel drinnen. Dadurch verliere ich gerade durch das Gift gar nichts. Kommst du wieder hergelaufen? Ja, ich komme. Ich versuche so lange zu überleben. Ja, dann holen wir ja Sachen. Dann schmeiße ich irgendeine Scheiße weg. Immer. Ja, oder ich kann einfach mal alles in die Kiste hier packen von mir. Ich sehe eine Eisdrum. Also auf der Karte. Ich habe fast dein ganzes Zeug. Die sind hier wieder Giftspinnen drinnen, ne? Ja. Meine allerliebsten Gegner. Oh, die sind die coolsten. Und dann noch Skelette. Und enchanteter Rüssi, ja natürlich. Wie viel Leben hat denn das Ding noch? So, Wasserströmung erstmal alle Gegner wegspülen. Scheiße, mein Alter. Oh, ja, zwei Giftspinnen, die Sache. Dann geht voll die Post, aber den Hauptteil deiner Sachen habe ich. Okay. Denke ich. Geh doch zum Wander. Ja, ich war ja schon unten drin kurz. Da ist nur noch ein bisschen Eisen. Ja, Eisen. Ja, ach was, ich probiere doch reinzukommen. Aber jetzt sichere ich erst damit das Zeug, was ich jetzt wieder habe. Weil mein ganzes Inventar ist voll. Ich will hier reinkommen. Was ist der Turm oder was? Scheiße, welcher Turm ist das? Ich bin auch tot. Ja, scheiße. War das? Ah! Bäume. Riesenbäume. Ja, das sieht scheiße aus. Ja, aber unten ist nicht so viel. Ich bin ja in der ersten Etage gestorben. Und ich habe alles in die Kisten geworfen, hauptsächlich. Also deine Ausrüstung ist komplett sicher. Ich bin tot. Deine ist komplett sicher. Hä, meine? Deine Ausrüstung ist komplett in der Kiste. Das ist doch deine gewesen. Und deine auch größtenteils. Ach so. Ich habe nur noch ein Slot, glaube ich, da gab was nicht weg in der Kiste war. Die Kiste war randvoll, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber komm, die Sachen kriegen wir. Aber mit Eisenrüstung wollen wir da gar nicht reingehen, fast, Alter. Wir kriegen, haben aber im Moment nichts Besseres und ich bin zu früh abgesprungen. Warum auch immer. Keine Ahnung. Das musst du selber wissen. Naja, wir haben ja noch Vorräte, also was du weißt. Ja. Und wenn, dann gehen wir wieder in die Mine oder so, in die Höhle. Ja komm, wir schaffen die Tower. Wir haben gerade einen ganzen Tower geschafft, warum sollten wir jetzt den nächsten nicht schaffen? Das ist nicht so. Aber das ist schon übler, ne, in der Nacht, also. Ja, aber ich würde sagen, wir versuchen das in der Nähe. Schon mal, ja, für die Armee. Ich würde sagen, wir sichern uns jetzt mal irgendwo kurz. Alter, ich wurde runtergekickt. Oh, ich habe überlebt. Ich lock mich jetzt mal ganz kurz aus und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und das nächste Mal versuchen wir noch unsere Items wegzukriegen. Lock die am besten auch aus, damit unsere Items nicht despawnen. Also dann, tschüss.